Der stirbt. Jetzt stirbt er auch. Der kann sich ja die ganze Zeit hochhalten. Übel krass. Ich habe fast komplett maximales Leben. This expedition at least promises success. Nur halt mein Stress geht mir arg auf den Keks. Eisene Jungfrau. Bandage? Der Gegenstand hat keine Wirkung. Schlüssel? Dann nicht. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Jetzt kann ich machen müssen, weil hier ewig keine Kämpfe kommen. Fuck! Ja, essen, bitte. Nein. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann es nur so beseitigen jetzt. Fuck. Masochistisch, das ist Fox 2. Verletzung ist die Quelle von Ansteckung, der süßen Ansteckung. Super. Jetzt habe ich halt auch keine Fackeln. Jetzt ist es am Arsch. Aber erkunden, bei 17 Licht. Jetzt hätten wir auch ein paar Scherzkekse. Ich meine, ich muss nur zu dem Raum. Wird halt wahrscheinlich der auch noch paranoid oder sowas werden. Dann kann ich auch hier rein. Dekorativ ohne kommen. Infizierte, tödlichen Inhalt. Sorgenvoll. Plus 30 Stressschaden. Läuft. Und Fall haben wir auch nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht bin ich da einfach nur zu doof gewesen. Den Kampf nehme ich auf jeden Fall nicht mehr mit. So, ins Dorf zurückkehren. Raus hier. Ich habe es zumindest geschafft, aber die Runde war nicht gut. Die war nicht gut. Hier schon gehen bewegen. Okay. Unheiligenhass, das hatten wir gerade schon. Und Kind des Schicksals kann einen beliebigen Fehlschlag in einen Treffer verwandeln. Das ist geil! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das festige. Dass ich einen positiven Tick festige. In time, you will know the tragic extent. Geheilte Krankheiten, beide. Nice! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pete. Direkt mal beide Krankheiten geheilt. So, Vitiok, sorgenvoll. Das muss ich auf jeden Fall auch wieder heilen. Nee. Tollwut lasse ich ihm. Habe ich noch irgendwo eine Krankheit jetzt, die ich behandeln muss? Ja, komm, Knuffi, Langeweile behandeln wir. Halt, stopp. Langeweile behandeln wir, wenn wir nicht in das Dingens gehen. Eine Barbaren. Liste voll. Kann ich die Kutsche ausbauen? Ja, könnte ich. Komm, gib ihm. Ich will lieber Baren mitnehmen. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Stellen wir uns vor, es wäre ein männlicher Barbar. Dann ist es nämlich Brammen. So, was kann die denn? Die kann, glaube ich, auch ziemlich krass Blut machen. Bluten, angreifen, Nahkampf einen nach vorn, ausbluten, bluten, selbst, ja, die kann ziemlich viel bluten. Index bis 12 Schaden, intensives Verlangen nach Alkohol, na geil. So, wer hatte das jetzt? So, nach Stress sortieren. Desert Fox und Kronk. Säufer. Will nur trinken. Okay. Na dann geh trinken. Lass uns anschauen, was Leben auf die Sorgen. Sehschwäche, nachtaktiv, Kriege des Lichts, Kind des Schicksals. Solange dir nichts macht, ist nicht so schlimm. Dann kann ich dich auch. Bitjok sowieso nicht, du hast 52 Stress. Nee, du bist nicht gläubig.
Deswegen gehst du da ein. Ja, ins Bordell. Los geht's. Mehr Kissen! Aber Vitiok ist beim Behandeln werden. So, jetzt noch Level sortieren. Guppi, Flacker, Knuffi. Könnte ich mitnehmen. Und Dodger. Dann hätte ich echt viele Fernkämpfer. Die Frage ist, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber ich glaube nicht, oder? Den Dolchwurf. Will ich leveln von ihr? Flacker, die Heilung hat er. Markiert. Ja, das funktioniert. Wird es wahrscheinlich angehen, jetzt nochmal die Hexe zu töten. Denke ich. Tötet den, nein, nicht den Nekromantenlehrling, Prinz der Schweine, runzlige Hexe im Wald. Chance auf Tugend, erhalten Heilung, ist doch behindert, Maske des Berserkers. So, und zwar, Guppi, dahin, Knuffi, dahin, Flacker, dahin und Dodger, dahin. Nun gut, ein Abenteuer verkrafte ich sicher noch. So, du hast Langeweile. Okay, du bist bei minus auf Tugend. Bulimisch in einem Lager. Das ist nicht gut. Also du heilen kannst ihn schlecht. Okay. Hab ich hier noch was, was ich euch mitnehmen kann? Betäubenfähigkeit Hundemeister. Minus Stressschaden. Das ist ja vielleicht hilfreich, oder? Wenn du plus Stressschaden hast, kriegst du jetzt minus Stressschaden und dann soll es wieder bei Null sein. Würde ich sagen. Plus 25 Schaden gegen Mensch. Ist die Hexe ein Mensch? Plus 20% Chance aus Schwächungseffekt. Du schwächst doch gar niemanden. Bewegen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber du bist nicht der Schadenstyp. Ist egal. Minus Geschick. Ne, Geschwindigkeit ist das GES. Ich dachte gerade, das ist Geschick. Das ist Geschwindigkeit. Wann er sozusagen dran ist, okay. So, Lagerfähigkeiten, passen die zusammen ein bisschen, Galgenhumor, der kann, wenn es überfallen werden, müsste eigentlich klappen, denke ich. Ja, ne? Gepäck. So. Acht, komm, zehn. Heilkräuter. Schaufeln, Essen. 12. Ein Schlüssel, Gegengift. Und zwei Schlüssel mit. Jetzt werde ich das Gegengift mitnehmen. So, Essen, Fackeln, Schaufel. Das ist das Wichtigste, was ich brauche. Bandagen. So, jetzt habe ich, glaube ich, von allem was. Würde ich sagen, aufbrechen. Und Daumen drücken. I have collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Geh ich mal hier runter, ne? Lass mich die Sachen untersuchen. Ich spüre das Werk von Geistern. Fängt schon mal super an, Kopie. Warum hab ich eigentlich mitgenommen? Hätte es besser wissen sollen. Fleckfieber.
Minus Widerstand gegen Gifthauch. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Malformed. Super. With misintent. Super. Da will ich dann doch schon mal hin. Was hat er gesagt? Hab ich da nicht mitbekommen. Vergessenes Gepäck. Erstmal Gegenstände. Sehr gut. Nehme ich. So. Fackel. Und darauf geht's. Ach, verdammt. So, Giftwiderstand ist nicht sonderlich hoch. Dann hier Gift. Natürlich auf den, der schon Stress hat. Ausgewichtet, sehr gut. Jetzt mal alle debuffen. Machen wir noch einen Streuschuss drauf. Nice. Und dann nochmal eine AOE hier. Zack, zwei schon tot. Perfekt. Ja, ich hab mich aber abgekriegt. Plus Stressschaden für drei Runden. Dolchwurf. Zack. Ich zeichne mal. Einer tot. Und der andere darfst du jetzt machen. Sehr gut. Truhe mit Erbstücken. Schlüssel. Verbogenes Fach. Da war nicht viel drin. Muss ich mal festhalten. Und wir hoffen, dass jetzt nicht wieder irgendwie ein Sammler treffen oder sowas und das übel mega Vieh. Ja, Quatsch. Da will ich. Nein, wir lassen das Ding in Ruhe, danke. Ich bin Hunde. Geben einem immer Krankheiten mit. Blitzende Dolche. Zack. Ich mach hier mal den. So, Streuschuss, bam. Und du brust alle nochmal an. Da sind zwei schon tot. Ja, toll, wie die anschlagen. Wir geben immer mal toll, wo die Viecher. Der wird Giftwiderstand haben. Zack. Sehr gut. Ich glaube, das Spiel weiß, dass ich schon mal hier war, deswegen gibt es nicht mehr so viel Loot. Erkunden. Sehr gut. Geheimräume. Ein kritischer Erfolg beim Erkunden offenbart gelegentlich in Geheimräumen. Wie ich zu einem sternmarkierten Feld. Und drücke W oder klicke auf den Raum, um ihn zu betreten. Wer einen Schlüssel dabei hat, darf sich auf Sagen, Schätze und Reichtum erfreuen. Ich habe keinen Schlüssel mehr dabei. Das ist nicht schlecht. Okay. Der Geheimraum ist da. Er muss da sowieso hin, um zum Ende zu kommen, oder? Das verstehe ich nicht. Mein Schlüssel hat alle schon verbraucht. Ist das ein alter Baum? Vielleicht ist da etwas versteckt. Bandage? Gegenstand hat keine Wirkung. Oh, hab's gefunden. Sehr gut. Ja, okay. Dann finde ich tatsächlich, unsere Aufgabe bleibt dieselbe. So, das war auch meine letzte Dingens. Oh fuck, ich hab nicht mein Lichter gedreht. Shit! So, die haben Giftwiderstand.
Die haben 19 Leben.